Wir schauen uns heute einen Limes an, wo ein Exponent vorkommt. Und was wir als erstes beobachten, ist, dass diese Zahl, also die Basis, dass es eine positive Zahl ist. Das bedeutet, wir können da den natürlichen Logarithmus anwenden. Und wenn wir zuerst den natürlichen Logarithmus anwenden und dann die Exponentialfunktion, dann ändern wir an der Zahl nichts. Und wir können den Exponenten, können wir, wenn wir den natürlichen Logarithmus anwenden, können wir dann aus dem Argument rausziehen und dann mit dem natürlichen Logarithmus multiplizieren. Und wir wissen, dass die Exponentialfunktion eine stetige Funktion ist. Das bedeutet, dass wir die Grenzwertbildung ins Argument reinziehen dürfen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir hier mit 1 erweitern und wir haben im Zähler und im Nenner haben wir diese Zahl stehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir hier diese Zahl und dann haben wir noch den Kehrwert davon. Und wir berechnen jetzt i1. Wir wenden auf diesen Ausdruck, wenden wir zweimal L'Hôpital an. Das heißt, wir differenzieren oben und unten zweimal. Zweimal differenzieren, bekommen wir 2 raus. Weil wir haben zuerst x Quadrat, dann haben wir 2x und dann die Konstante 2. Unten fällt das x beim zweimal Differenzieren weg. Und bei den 2 hoch x kommt jeweils einmal das ln 2 als Faktor nach vorne. Und dieser Ausdruck, das was im Nenner steht, konvergiert gegen unendlich. Das heißt, der ganze Ausdruck konvergiert dann gegen 0. I2 berechnen wir ähnlich, indem wir auch wieder L'Hôpital anwenden. Und der Grund, warum ich diese Zahl nicht in diese Zahl geschrieben habe, ist, dass wenn wir einmal diese Zahl nehmen, diesen Ausdruck, und wir betrachten diesen Ausdruck, das heißt, wir haben oben den Ausdruck mit dem natürlichen Logarithmus stehen und unten den anderen. Und das, was im Logarithmus drin steht, das Argument, das ist das gleiche, wie das hier im Nenner steht. Und wenn wir jetzt ableiten, wenn wir unten ableiten, fällt die 1 weg. Das heißt, wir haben unten dann die Ableitung von diesem Ausdruck stehen. Und wenn wir den natürlichen Logarithmus ableiten, dann bekommen wir einmal den Kehrwert hiervon und die Ableitung von dem Argument. Aber das steht ja schon im Nenner, deswegen kürze ich das weg. Und was übrig bleibt, ist dann der Kehrwert von dem Argument vom natürlichen Logarithmus. Und das ist genau das, was hier steht. Und da können wir jetzt auch nochmal zweimal L'Hôpital drauf anwenden. Dann kürzt sich das x und das 1 weg. Und wir haben oben und unten kommt jeweils einmal der Faktor ln 2 dazu. Das kürzt sich dann beides schön weg und wir erhalten 1. Und daraus folgt, dass unser gesuchter Limes gleich der Exponentialfunktion an der Stelle 0 entspricht und das ist gleich 1. Wobei man hier aufpassen muss, ist, dass die ganzen Rechenschritte, die wir gemacht haben, dass die so zu verstehen sind, dass wir die erst dann machen dürfen, wenn wir wissen, dass diese Limiten überhaupt existieren. Das heißt, im Endeffekt ist es mathematisch korrekter, wenn wir die ganzen Rechenschritte von
von hinten aufziehen. Das heißt, wenn wir bei der 1 beginnen, können wir das umschreiben zu der Exponentialfunktion an der Stelle 0 ausgewertet. Das können wir dann als x von 0 mal 1 umschreiben. Und wir wissen oder wir haben ausgerechnet, dass die beiden Grenzwerte i1 und i2, dass die existieren und dass die einmal mit 0 und einmal mit 1 übereinstimmen. Das heißt, wir können unser x von 0 können wir umschreiben als x ausgewertet an der Stelle i1 mal i2. Das heißt, das, was da drin steht, sind so weit gekommen, dass wir sagen konnten, dass dieser Ausdruck eben mit 1 übereinstimmt. Und wir haben berechnet, dass diese beiden Limiten existieren und endlich sind. Das heißt, wir können auch nicht zweimal den Limes bilden, sondern eben den Limes einmal bilden und dann durch Logarithmusregeln und Anwenden von Exponentialfunktionen und Logarithmus kommen wir dann eben von unten nach oben, kommen wir tatsächlich auf unser gewünschtes Ergebnis. Das heißt, wenn man schon alles stehen hat, dann ist es richtig, wenn man die Gleichung von unten nach oben liest. Und der Trick hierbei ist wirklich, dass man diesen Educated Guess macht, dass man mit 1 erweitert und dann eben diese Zahl einmal in Zähler und Nenner schreibt und dann so schön die Limiten auseinanderziehen kann, die dann beide eben auch konvergieren.